rock that boat. Rock the boat. Was machen wir jetzt? Du sagst Posing mir. Üben. Posing üben. Rechts rum. Po links zeigen. Rum, po zeigen. Hinten rum. Lat. Und Quatsch. So weiter. Und Quatsch. Studioöffnung, damit sich niemand meinen nackigen Body angucken muss. Ich habe auch gehört, ne? Am besten beim Posing, indem man sich komplett nackt aussieht. Was haltet ihr davon? Hast du gehört? Von wem hast du das gehört? Von. Weiß ich nicht mehr. Teddy Harig. My friends, Posing läuft, so lala, oder was hast du? Von vorne und von der Seite, ja, im Rücken noch nicht so, ne? Let's spread ist immer noch nicht gut. Aber das ist auch egal, also nicht egal, da habe ich ja jetzt auch noch eine Woche Zeit zu üben. Ich werde jetzt, wir sind nach Sky, jetzt zu Sky in Volksdorf, in den Bergstedt gefahren, weil Mr. Fitlife Hamburg bei Instagram auschecken. Der arbeitet hier und der macht mir jetzt Monster Zero für die Dose inklusive Pfand für 1 Euro und 5 Cent klar. Ob ich das nun überhaupt im Video sagen darf, weil das ist, glaube ich, irgendwie so ein, weiß nicht, ob das ein Mitarbeiterpreis ist oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal ordentlich eindecken. Und ja, finde ich geil, dass über Social Media sowas zustande kommt. Aber ich werde das jetzt erstmal nicht filmen, weil der gute Mann auch seinen Instagram-Account ohne Face hat. Und das müssen wir ja respektieren. Mal sehen, ob ich ihn dann überhaupt erkenne. Ich werde mal reingehen und schreien, hat hier jemand was mit Bodybuilding zu tun? Oder? Who do we have here? Little Nice Julie, Little goes, nice Julie to goes to not to shopping, to spinning.
So, jetzt packen wir die Geheimwaffen aus. Eine Woche vor dem Wettkampf machen wir Spinning. Machen wir ja mal gern zusammen. Und, haben wir eine ganze Zeit lang immer gemacht. Das ist echt schon ganz lange her. Ja. Und jetzt kommt's wieder. Das sind die Geheimtipps. Die kriegt ihr nur von mir. Ich habe noch nichts gegessen. Fasted Cardio ist das Beste zum Fettverbrennen. Nicht. Ja? Lasst euch von niemandem, von keinem Fitnessmagazin oder irgendjemand das erzählen. Ich habe einfach noch keinen Hunger, weil ich gestern... Wann habe ich die letzte Mahlzeit gegessen? 20 Uhr? 21 ja, Uhr. 19 Uhr war das. 19, 20 Uhr und habe halt gestern 2/3 meiner Kalorien um die Uhrzeit gegessen. Das heißt, die Speicher sind noch voll. Deswegen mache ich jetzt Cardio Fasted, weil ich noch keinen Hunger habe und danach dann mehr essen kann. Ihr könnt auch vorher was essen, habt ihr mehr Energie. So genau wie ich zum Beispiel. So wie Julia, die jetzt gefrühstückt hat, die kann jetzt richtig einen abbrennen da. Poffertjes habe ich gegessen. Poffertjes. Schön Pfannkuchen, während heute mein Low-Carb-Tag ist. Ja, bitte, habe ich gerne gemacht. So, jetzt geht's aber los. Die Sonne ist schon da. Geiler Tag. Yep. Jetzt wird erstmal geschützt. Krafttraining steht auch noch an. Heute mit dem Tapia. Schultern und Arme. Den nehmen wir bestimmt auch auf. So, und jetzt müssen wir los, weil um 10 fängt es an. Absolviert. Wir sind ein bisschen fertig. Aber gut, war mal wieder ein anderer Reiz. Ein bisschen Reiz, fertig, ne? ein bisschen fertig. Aber es war geil. Ne? Richtig cool mal wieder. Für mich jetzt genau das Richtige. Weil das so abwechslungsreich ist. Ja. Richtig cool. Weil ich nicht mehr nachdenken muss, sondern einfach nur ausführen. Und im Gegensatz zu meinen letzten Wochen, wo ich halt immer slow und steady gemacht habe, kriegt mein Körper jetzt nochmal einen neuen Reiz, nämlich so ein Intervalltraining, Intensität steigt. Ich hoffe, da reagiert er nochmal drauf jetzt in der letzten Woche. Und jetzt brauche er aber erstmal Fuel, Energie in Form von Nahrung. Ja, morgen machen wir es nochmal. Ja. Ich sag jetzt ja, also verpflichte ich mich dazu. So. Aber ich sage es ehrlich, I hate Cardio. Immer noch.